Die meisten Leute kennen das klassische Skateboard. Jedoch hat ein etwas anderes Brett in den letzten Jahren viel an Aufmerksamkeit gewonnen. Das Longboard. Es ist länger, schneller und gelenkiger als ein Skateboard und lässt sich daher wesentlich angenehmer fahren. Der Fahrer gleitet dabei regelrecht über den Asphalt, was zu einem entspannten Fahrgefühl führt. Dass das Longboard eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Surfbrett besitzt, ist dabei kein Zufall. Also im Prinzip war es so, dass es kam aus Amerika, aus Kalifornien, dass die Surfer, die damals dann mit ihrem Surfbrett zum Strand wollten, die haben halt angefangen, sich irgendwann mal ein paar Rollen unter ein Holzbrett zu schrauben. Und so entstand im Prinzip das Rollbrett, wenn man so will. Und früher war das Skateboard halt eigentlich ein bisschen breiter und länger anfangs, was eigentlich dem heutigen Longboard nahe kommt. Also ich sag mal so, wenn man in Kalifornien am Strand ist, da hat halt jeder so ein Ding. Und dass das jetzt so ein starker Trend wird, hätte, glaube ich, niemand gedacht. Das Longboardfahren hat sich also auch bei uns zu einem richtigen Trend entwickelt, der immer mehr Zuwachs findet. Aber wie fängt man nun am besten damit an und was braucht man als Einsteiger zum Fahren? Im Prinzip braucht man nur die Lust zum Fahren und halt natürlich ein Longboard oder vielleicht wie bei uns auch erstmal eins leihen, um es auszuprobieren. Und braucht dann eine Strecke, wo es leicht abschüssig ist. Am liebsten mit einem ganz feinen, glatten Asphalt. Da tut es auch nicht so weh, wenn man mal auf die Nase fällt. Und dann rollt das Brett natürlich viel besser. Grundsätzlich unterscheidet man die Boards nach ihrem Einsatzbereich. Also es gibt Bretter, die sind sogenannte Kicktail-Boards. Die haben gehen hinten am Ende des Brettes, geht das Tail etwas hoch. Das sind Bretter, die man meistens dafür verwendet, um in der Stadt zu fahren, also sogenannte City-Cruiser, und die man als Fortbewegungsmittel nutzt. Dann gibt es Boards, die sogenannte Drop-Throughs, wo die Achse im Brett versenkt ist. Dadurch kommt das Brett vom Tiefpunkt etwas tiefer. Das sind sogenannte Freeride-Boards, die man auch für ein paar Tricks nutzen kann. Und dann gibt es noch die, ja, wohl eher krasseste Alternative ist das Downhill-Board. Das sind Boards, mit denen man halt schnell bergunter fährt, die sich eher dadurch auszeichnen, dass sie sehr hart sind und dass das Brett halt nicht so flext wie bei dem Brett, auf dem ich eben rumgesprungen bin. Also für Leute, die gut fahren können, die so richtig in den Downhill-Bereich gehen, ist Trier natürlich ein Paradies, weil wir in so einem Tal leben, wo es rechts und links echt steile Berge gibt. Aber für jemanden, der jetzt so ein bisschen rumcruisen will, gibt es sicherlich bessere Städte. Also wer mal in München oder in Köln gefahren ist, da ist es relativ flach. Es ist nicht wie hier in Trier alles gepflastert, also wo man permanent vibriert, wenn man auf dem Brett steht. Also, aber trotzdem nutzen es hier auch ganz viele als Fortbewegungsmittel. Wir haben ja den Vorteil, dass wir hier an der Mosel sind und dadurch echt einen schönen Moselradweg haben, wo man das gut üben kann und wo halt auch ganz viele fahren. Am Moselufer, da hat sich auch schon so eine kleine Szene entwickelt, dass die im Sommer da immer alle abhängen und üben und da ein bisschen rumfahren. Ich habe vor 2 Jahren damit angefangen, habe ich mir mein erstes Longboard gekauft und ja, seitdem treffe ich mich regelmäßig mit Freunden und dann fahren wir halt einmal im Monat oder so neue Strecken ab und ist eigentlich ganz cool so an sich. Man kann damit halt auch sehr schnell fahren, wenn die Oberfläche es mitmacht und das ist halt wirklich nochmal was anderes als einfach Skateboard fahren, das verwechseln halt viele auch. Wer eine neue Art der Fortbewegung oder eine interessante Alternative zum Skateboardfahren sucht, für den bietet das Longboardfahren garantiert eine ideale Freizeitbeschäftigung.